So, weiter geht's heute in der Champions League. Nachdem wir im letzten Partie Kiel schlagen konnten mit 4:0, geht's heute in der Champions League gegen den FC Bayern München. Also eins von drei Spielen. Wir treffen jetzt dreimal hintereinander auf die Bayern. Also Heim Champions League, Auswärtsliga und Heim Champions League. Und dann wissen wir, wo wir stehen. Auf geht's. Wir wollen natürlich die Bayern aus der Champions League kicken. Also es wird auf jeden Fall ein deutsches Team im Finale stehen. Nur welches? Es wird auch ein Team aus Bayern im Finale stehen, das ist ja schon mal klar. Aber halt. Mal schauen. So ein Ding bräuchte ich ja. Ja, egal. Komm, geh mal rein ins Match. Die Spannung ist riesig vor dischem Halbfinale. Beide schielen schon aufs Endspiel, aber erst steht diese schwere Aufgabe an. Gleich kann's losgehen. Live bei EA Sports. Gutes Fußballwetter haben wir ja hier. Sie sehen's, willkommen zu dieser Partie heute Abend. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich bin Wolf Fuß, ich darf diese Partie mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Und auf dem Programm steht das Halbfinal-Hinspiel dieses Wettbewerbs. Und man spürt an der Atmosphäre hier, das ist ein besonderes Spiel für alle Beteiligten. Halbfinale, Wolf, so langsam wird's spannend und ich glaube, die Gäste haben hier die besseren Karten, was den Einzug ins Endspiel angeht. Zumindest auf dem Papier. Wir gucken mal, wie sich dieses Hinspiel entwickelt. Genau so ist es. So, die Jungs klatschen sich ab. Ich nehme jetzt gerade mal ein bisschen in der Atmosphäre mit, deswegen habe ich jetzt gerade mal überhaupt nichts gesagt. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Schauen wir uns kurz ihre Formation an. Da sehen wir ein 4-4-2 heute mit einer Raute im Mittelfeld. Hinten sichert ein Defensiver ab und vorne der Mann soll die Stürmer einsetzen. Genau so ist es. Also wenn die auflaufen, dann weißt du, was du bekommst. Das wird ein intensives Spiel, Buschi. Ja, Wolf, weil sie natürlich immer wieder über das Pressing kommen, weil sie dem Gegner auf den Füßen stehen, weil sie ihm keine Luft zum Atmen auf. Geben. Ja, zu deiner Hausnummer werden. Schaffen wir es tatsächlich, gegen die Bayern ins Champions League Finale einzuziehen? Oder gehen wir hier gnatt unter? Wir treffen uns jetzt ja dreimal hintereinander. Rote. Sie können über den Flügel kommen. Ja, der Rote, der kann ohne Probleme mal drüber marschieren. Vom Verteidiger, blockt die Flanke ab. Ja, wollte gerade sagen, muss da noch was geben. Wenn er da nicht runterlaufen lässt, gibt er nämlich da jetzt gerade den Freistoß. Erste gute Annäherung. Eckhoff.
endet in der Mauer. Leider nur in Mauer, also leider nichts Dramatisches. Den Schuss kann er blocken, gut aufgepasst. Ja, wartet einen Moment. Den nimmt er direkt. Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist noch nicht. Meine Fresse! So, kein Tor in dieser Szene. Bono, halt denn gut. Das wäre die Riesenchance bei Bayreuth geworden. Die Parade da vorher denken, als er sein ganzes Können ausgepackt hat. Wir sehen ihn. Victor Osimhen könnte heute durchaus sowas sein wie der Schlüsselspieler dieser Partie. Er ist zumindest mal in bestechender Form. Macht ein Tor nach dem anderen. Wolf ist ein absoluter Torjäger. Schiri, das war doch kein Abseits. Da war doch mindestens einer da auf der Höhe. Dieser Torhunger, der holt sich seine Chancen und er macht seine Chancen. Also das ist schon Excel. Gutes Timing, gute Kräfte. Ach komm, da war doch nichts. Es gibt Freistoß für den FC Bayern. Handspiel. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Das war kein Foul, das war ein Handspiel, aber egal. Schirmert. Kommt da. Guter Ball auf. Kilian Fischer. Das Zuspiel soll zu Aubameyang. Da kommt der Befreiungsschlag. De Ligt. Elie Velmas. Wir treffen uns insgesamt jetzt, ja, wenn wir diese drei Spiele durch, am 5-mal diese Saison. Ja, aktuell sind wir noch umgeschlagen gegen die Bayern. Osimhen. Perry gegen Osimhen und den Holter. Den fangen sie an. Ah, Kimmich. Bernardo. Gelb. Er unterbindet den Angriff wohl auf Kosten einer gelben Karte. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Ja, ja, und jetzt okay. Das ist eine richtige Entscheidung. Aufpassen. Der muss nämlich echt aufpassen, dass der Perry da nicht durchrennt. Der Silva nicht durchrennt. Freistoß gehalten, aber auch keine allzu große Aufgabe. Jetzt Elmas. Könnte er den Ball abspielen. Bernardo Silva, jetzt mit der Chance. Da wäre das Tor beinahe gefallen. Ist aber nichts passiert. Gott sei Dank. Jan Fiete ab. Das war sauber. Er holt sich Ex-Münchner. Pass auf Mané. Boah, so gemacht der Mané. Stark gemacht, das könnte was werden. Es sagt nicht zum Kotzen, ernsthaft, du kriegst den nicht da unter Kontrolle. Halt so bei. So hatten sie sich das erhofft. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Nee. Er treibt den Ball nach vorne. Schönes Ding. Sterne. Nee, das wird nichts. Ball im Aus. Ja, Mann. Wenn der immer schubst, wenn die immer so, ja. Aber wenn ich schubste, dann halt, ja, ja, Freistoß, machen wir mal Freistoß für den Gegner. Aber du darfst ja. Ist okay. Also, Ravi. Kimmich. Kimmich. Kimmich verliert den Ball. Ja. Jetzt Aubameyang. Das ist zum Kotzen, ne. Bernardo Silva. Soll die solche Situation jetzt mal... Jetzt können sie vielleicht kontern. Ja, warte mal. Abwehr muss aufpassen. Ja, aber für uns. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich... Ja, also wirklich haben wir auch noch nicht so... Doch, wir haben schon ein paar Situationen gehabt, aber bisher... Aubameyang. Eckloff. Rückstand hier weiter hinterher. Klar, von Fofana. Klasse, wie er da hingeht. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Pause. Und das war das Ende der ersten 45 Minuten. Mann, ey. Da kriegst du einen so einen Sonntagsschuss von dem da rein, ey. Mokoko will ich wahrscheinlich bringen.
Ja, ich muss es ja machen. Bevor da irgendwie einer mir mit Gelb-Rot vom Platz will, das werde ich jetzt mit Koko reinwerfen. Für Arp. Also Doppelwechsel ziehen. Wir sind also, wie ich sagte, nach einer halben Stunde mit dem einzigen Tor in dieser Partie. Nun geht's hier weiter. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Aubameyang. Mokoko. 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 Bruno. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Da ist der Ball erstmal raus. Erste. Das so war doch nichts. Jetzt habe ich gar nicht. Ich habe doch gar nichts gemacht. Was soll der Scheiß? Guten Blick auf die Szene. Das nee, jetzt geht das. Licht. Bernardo. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Der ist nicht drin, Buschi, nicht drin. Also ich glaube, das versteht er selbst nicht. Der war sich zu sicher. Da fehlt die Konzentration. Jonas Sterner mal über die Seite. Die Reingabe jetzt ins Zentrum. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Abseits. Was ist das? Was ist das gefiffen? Hey, der war doch nur gerade noch drei Spieler vor, oder was? Sie laufen aus dem Abseits zurück und dann dieser Pass, dieser schwache Pass. Also das geht besser. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Aber jetzt kommt dann doch der Ballverlust. Da waren sie unaufmerksam. Jetzt. Das ist jetzt eine Chance. Da haben sie gut aufgepasst. Masraoui, der super aufpasst, aber. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. Gut gemacht. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Nächster Gegner wird es wieder die Bayern natürlich, klar. Der Ball kommt an den kurzen Pfosten. Aber dann schaffen sie es doch nicht, etwas daraus zu machen. Mokoko, yes! Jetzt ist er mal drin. Glück gehabt. Aubameyang, Mokoko, Ausgleich. Strafe für den schwachen Befreiungsschlag. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Bernardo verliert den Ball. Der Ballverlust war wirklich unnötig. Ja, das war halt uns. Er fängt diesen Pass ab. Spiel geht weiter. Vorteil für die Bayern. Aber jetzt kommt. Ach komm, da den Pfeif. Der haut 5 Kilometer den Ball weg und verliert. Dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Ja, komm, der haut 5 Kilometer den Ball weg und passiert nichts. Oder lässt er mich? Kimmich. Er versucht. Er taucht ab, geht runter und dann kommt er auch. Ja, das wäre schon ein geniales Ergebnis. Ja. Ecke kommt von Kimmich. Mit Auge, mit viel Routine, tolle Parade, Simien. Macht sich lang. Simien. Und der war nicht so einfach. War ein guter Ball, aber die Parade war noch besser. Einwurf. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Vielleicht gibt es da noch irgendwas. Pass von Bernardo, sind sie zur Abseits. Stelle. Ist natürlich ein unnötiges Abseits. Wenn man da noch einen Moment wartet, sind alle wieder raus aus dem Abseits. Ja, das war überhastet, der Pass kommt zu früh. Da machen sie der Defensive die Arbeit leicht. Zu leicht. Das ist natürlich bitter.
Wir schauen auf die Uhr. 5 Minuten sind es hier noch. Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Moukoko. Und jetzt könnten sie die Partie noch zu ihren Gunsten entscheiden. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Es wird 2 Minuten Nachspielzeit geben. Die Bayern über die Seite jetzt. Ansgar. Könnte die Führung werden. Genau. Der Block, Szene bleibt gefällt. Das ist zum Kotzen, ey. Die kommt echt noch durch. Jetzt läuft die Zeit für sie. Und das könnte jetzt die Entscheidung gewesen sein. Oh Mann, ey, die haben so ein fucking Glück, dass sie so abge... Flippen aber auch alle komplett aus. Jetzt pfeift der Schiedsrichter dieses Hinspiel ab. Der Sieg geht also am Ende an die Bayern. Knappe Geschichte heute, knapper Sieg, aber die Voraussetzungen für den Einzug ins Finale, die sind gut. Also das ist ein... Ja, das muss... Mann, das ist so kotzen, ey. Das ist da echt so ein... So Glücksding noch kassiert, ey. So ein abgefälschter Ball. Mann, tut das weh, ey. Na gut. Wir haben noch ein Rückspiel. Wir haben noch ein Rückspiel. Wir haben jetzt alles in der Runde gewonnen. Jetzt müssen wir heute gewinnen. Ansonsten ist der Titel weg. Und wenn wir das schaffen, sehen wir uns in der nächsten Folge an.